So, Aufnahme läuft, Ton ab. Heute weiß ich auch, welche Folge wir haben. Also erstmal herzlich willkommen zurück in meiner Abnehmshow. Und heute haben wir tatsächlich die 50. Folge. Ja, und ich sammle das jetzt hier einfach mal frei von der Brust weg. Ohne irgendein Skript hier zu liegen oder liegen zu haben. Einfach das, was mir im Kopf kommt, laber ich jetzt hier in die Kamera rein. Also, es ist tatsächlich so, dass ich seit 3 Wochen mich festbeiße auf ungefähr 100 Kilo. 101, 101,5. Und ich kriege keine 99,8 hin. Ja, da war die Kamera eben weg. Mein Speicher vom Handy war voll. Dann hat das Handy beschlossen, nicht weiter aufzunehmen. Naja, das ist ja auch irgendwie verständlich, oder? Also geht's weiter. Jetzt habe ich nämlich gerade so ein bisschen den Redefluss verloren. Ich muss da mal wieder reinkommen. Also, ich war immer so ein bisschen drüber und dann wieder drunter. Und zum Sonntag hin habe ich es dann meistens hingekriegt, dass ich das geringste Gewicht in der Woche hatte. Manchmal auch nicht. Manchmal war es auch tatsächlich auf dem Sonntag ein Kilo mehr wie auf dem Samstag. So, und das ist jetzt aber anders. Jetzt ist, wie gesagt, jetzt habe ich mehr... ich komme nicht mehr auf diese 101,2, also 100, oh mein Gott, ich komme nicht mehr auf diese 102 Kilo, sondern 101,4, 101,3 und so weiter. Und so im Laufe der Woche war es mein tiefstes Gewicht, ich habe eben nochmal nachgeguckt, war jetzt im Laufe der Woche 100,4, also 100 Kilo und 300 Gramm. 100 Kilo und 300 Gramm. Und da habe ich noch gedacht, Sonntag kann ich sagen, also heute 99, irgendwas. Nein, ist nicht so. Ich habe mich gestern. Gestern war Samstag. Samstag hatte ich dann 100,5. Dann hätte ich 1 Kilo abgenommen. Wenn ich 100,5 gehabt hätte, wäre es 1 Kilo weniger zur Vorwoche. Und heute Morgen stelle ich mich auf die Waage und ich habe 101,5. Das heißt, ich habe nichts abgenommen, wenn man den Stichtag heute nimmt. Da habe ich genauso viel gewogen wie letzte Woche. Was? Und das jetzt schon das dritte Mal hintereinander so ungefähr. Okay. Ich habe da aber eine Erklärung für. Ich habe für alles immer eine Erklärung. Ich sage euch mal, was ich gestern gegessen habe. Das darf man eigentlich gar keinen erzählen. Ich habe mir gestern Abend noch Rührei gemacht. 10 Rührei, also 10 Eier mit Milch. Also da ist ja auch noch Flüssigkeit damit drin. 10 Rühreier, ein halbes Kilo Zwiebeln waren auch noch damit drin und eine Handvoll Knoblauch. Ich weiß, hört sich scheiße an, schmeckt aber geil. Alleine das ist schon ja Gewicht. Und dann hatte ich noch im Laufe der Woche mir eine Gulaschsuppe gekocht. Und die stand im Kühlschrank oder steht immer noch im Kühlschrank. Und die ist jetzt schon 3-4 Tage alt und ich will die jetzt nicht mehr essen. Und gestern habe ich gedacht, aber wegschmeißen willst du es auch nicht. Samstag. Und dann habe ich noch so notgedrungen nach den 10 Eiern noch so 2 Teller Gulaschsuppe gegessen. Von den Kalorienzahlen ist das nicht schlimm. Also die Eier sprengen eigentlich weg. Und die Gulaschsuppe besteht fast nur aus Gemüse und ganz wenig Fleisch. Super gesund, kalorienfrei. Oder sehr wenig Kalorien. Aber es ist natürlich die Masse. Wenn du so ein Kilo Suppe isst und weiß ich nicht, wie viel 10 Eier wiegen. Auch ein Kilo. Ja, dann hast du schon 2 Kilo fressen in dir. Und dann ist es natürlich durch Knoblauch, habe ich gesagt, und Zwiebeln und Salz und Pfeffer. Und dann haue ich dann noch so ein China-Gewürz mit rein in den Eiern. Das ist dann sehr gewürzt, also auch scharf. Und dann habe ich in der Nacht echt Durst gekriegt. Und in der Nacht habe ich dann nochmal 2 Liter Wasser getrunken. So, das heißt, ich habe eigentlich 4 Kilo in mir gehabt. Wenn wir von 1 Kilo Eier ausgehen, 1 Kilo Suppe, 2 Kilo und 2 Kilo Wasser, okay, wären 4 Kilo. Kannst du so auch nicht zählen, gehst natürlich auch nochmal pinkeln. Und morgens pinkelst du auch nochmal und machst noch so ein paar andere Geschäfte. Du verlierst natürlich wieder auch Gewicht aus dir heraus, aber wahrscheinlich nicht so viel, wie ich gestern oben reingesteckt habe. Und deswegen ist wahrscheinlich die Waage heute dann wieder auf 101,5 gewesen.
Und nächsten Sonntag, ich weiß noch nicht, wie ich das anstelle, nächsten Sonntag will ich, also ich will keine dreistellige Zahl mehr sehen. Nächsten Sonntag will ich zweistellig werden. Und wenn ich gar nichts mehr fresse, weil, das muss ich auch noch sagen, ich habe ja, ihr wisst, ich habe ja mir die Schultern beim Sport kaputt gemacht. Und ich werde jetzt mal, diese Woche habe ich schon keinen Sport gemacht, nicht mal gelaufen, weil beim Laufen bewegst du deine Schultern ja auch und das ist nicht gut, es tut mir einfach weh. Und ich will nächste Woche auch nochmal wahrscheinlich Pause machen, was Sport angeht, kein Fitnessstudio und auch nicht laufen. Und dann kann ich mich auf die Ernährung sehr gut konzentrieren, habe dann abends vielleicht auch nicht so viel Hunger, weil ich keinen Sport gemacht habe. Und deswegen will ich das schaffen, zum nächsten Sonntag unter 100 zu sein. Das ist ein sehr großer Wunsch von mir. Sonst bin ich genervt. Und wenn ich genervt bin, ist es nicht gut für die Umwelt, in der ich mich befinde. So, ich glaube, jetzt habe ich genug gesabbelt. Ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Also ihr Gatzos, bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.